Grüß dich. Jesus sagt heute, ich bin Brot des Lebens und wer kommt zu mir, wird gesättigt, wird nicht hungrig sein nach allen anderen Dingen, die wahrscheinlich nicht so wichtig sind. Und er ist wie Wasser. Wir finden keinen Vergleich mit Wasser, aber der sagt, wer glaubt an mich, der wird keine Durst haben. Also die nicht nur die annehmen Christus als Christus wichtig ist, nicht nur, sondern wir brauchen auch an seine Worte glauben, weil nicht jedes Mal wird das für uns so klar sein, dass an seine Worte tatsächlich festzuhalten und glauben. Und wie verstehe ich diesen Vergleich Jesu als Brot? Brot ist etwas, was sehr wichtig ist in unserem Leben, dass das tatsächlich sättigt. Du kannst nicht wahrscheinlich 3, 4 Brote auf einmal essen. Aber du kannst wohl zu viel Alkohol trinken, zu viele Süßigkeiten essen, zu viel alles das, was eigentlich durch die Werbung wir an ihn nehmen. Wie können wir das übersetzen auf die spirituelle Wahrheit für uns? Ich glaube vor allem, wenn wir uns vorstellen, dass das alles, was die Gesellschaft von uns erwartet, das sind alle diese Dinge, die tatsächlich uns nie sättigen werden. Wir werden immer hungrig sein nach Anerkennung, nach Ansehen, nach mehr haben, sein wie die anderen und können den Blick nach innen verlieren, nach das, was tatsächlich für uns wichtig ist, so wie Brot in unserem Leben wichtig ist. Und Jesu ist wie Brot. Und Jesu zeigt uns auch andere Dinge, die sind ihm ähnlich, die sind sie wie Brot. Die sind und kommen von unserem Herzen und möchten und sollen gelebt werden. Aber manchmal können wir Angst haben. Kann es für uns leichter sein, die anderen Dinge zu nehmen, zu greifen, weil sie schneller, so scheint uns, sie schnell besser schmecken, sie sind leichter zu ergreifen, die sind bunt, die sind anziehend und können den Blick für das verlieren, was tatsächlich für uns wichtig ist. Und daher, das Evangelium heute lehrt uns, immer wieder anzuschauen und Jesu fragen, bin auf dem richtigen Weg, was ist hier drin? Was ist hier so normal, so selbstverständlich für uns, aber wir wagen es nicht zu leben. Und ich glaube, dabei könnten uns wieder Glaube an Jesu Wasser helfen. Weil ohne den Glauben an ihn werden wir unsere Ängste, die uns blocken, das zu leben, was wir sein sollen, nicht ermöglichen. Und das ist, was ich mit dir teilen wollte und teile mit mir auch deine Meinung dazu. Danke.